Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Situationen, die jeder kennt, Teil 2. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das findet ihr hier. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, drückt mal da drauf. Und ja, wie immer würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Situation Nummer 1, die jeder kennen sollte. Wenn man wirklich jede 2 Sekunden auf sein Handy guckt, aber da nichts dran macht, und niemand einem schreibt oder keine Ahnung, also da passiert nichts am Handy. Aber man guckt eben trotzdem jede 2 Sekunden drauf, also ich glaube, das macht wirklich jeder. Oder wenn man auf WhatsApp mit jemandem schreibt, man gerade was schreiben möchte, aber man sieht, dass der andere schreibt, dann hört man meistens auf zu schreiben. Ich weiß, viele schreiben dann trotzdem weiter, aber viele hören dann eben auch auf zu schreiben. Oder kennt ihr das, wenn jemand euch etwas im Vertrauen erzählt und sagt, man soll es auf keinen Fall weitererzählen? Man natürlich es auch niemandem weitererzählt, außer der besten Freundin. Ich weiß, man macht es eigentlich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es fast jeder von euch schon mal gemacht hat. Ich muss dir unbedingt was erzählen, aber versprich mir, dass du es niemandem weitererzählst, bitte. Ja klar, alles gut, was ist los? Oh mein Gott, du weißt nicht, was Peter mir gerade erzählt hat. Oh mein Gott, kennt ihr das? Wenn ihr abends ins Bett gehen wollt, schlafen wollt, dann das Licht ausmacht und dann zu eurem Bett sprintet, als ob irgendwie ein Mörder hinter euch her wäre. Den nächsten Punkt mache ich auf jeden Fall immer. Und zwar, wenn man sich auf eine Wiese setzt und dann sofort immer das Gras rauszupft. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das auch immer macht. Ich mache das ständig. Oder kennt ihr das, wenn ihr in der Schule was vorlesen müsst und euer Nachbar euch immer zum Lachen bringt? Im Endeffekt kann man dann gar keinen Satz richtig vorlesen, ohne lachen zu müssen, und der Lehrer denkt, du bist ein bisschen bekloppt. Victoria, liest du bitte vor? Ich? Okay. Der Flusskrebs. Der europäische Flusskrebs oder Edelkrebs. Von dem Maul. Ist in kleineren Fließgewässern heimisch. Er benötigt. Schlimmster Moment ever. Ihr geht aus einem Laden und habt nichts gekauft und geht dann an der Kasse vorbei und habt einfach die ganze Zeit Angst, dass die denken, ihr habt irgendwas geklaut oder so. Das ist irgendwie so unangenehm, dieses Gefühl. Das mache ich wirklich immer. Wenn ihr irgendwie im Radio oder irgendwo ein richtig cooles Lied hört, aber nicht wisst, wie das Lied heißt, dann gebt ihr einfach bei Google irgendwas ein, was euch noch einfällt aus dem Lied, und findet dann dieses Lied. Oder auch nicht. Aber meistens findet man das dann und das ist echt cool. Kennt ihr das, wenn ihr einfach Buchstabendreher habt? Ich meine natürlich Buchstabendreher. Wenn ihr einfach die Anfangsbuchstaben von 2 Wörtern vertauscht. Das passiert mir auch ab und zu und das ist echt komisch. Der nächste Punkt ist echt eklig. Kennt ihr das, wenn ihr einen Stift von jemandem leiht und dann bemerkt, dass ihr ihn aus Versehen in den Mund nehmt die ganze Zeit? Peter, kriege ich ganz kurz einen Stift von dir? Danke. Eklig. Ich weiß echt nicht, ob ich die Einzige bin, die sowas hat. Habt ihr das manchmal auch, dass ihr einfach euer Alter vergesst? Oder bin ich da die Einzige? Eine Frage, wie alt bist du eigentlich? 12, 9. Den nächsten Punkt machen bestimmt auch so viele von euch. Ich habe nämlich mit anderen darüber gesprochen und die haben mir erzählt, dass die das auch so machen. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr irgendwie euch Essen zubereitet oder keine Ahnung, Zähne putzt, was weiß ich, und dann so tut, als ob das so ein Tutorial wäre oder so ein Video. Seid ehrlich, habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe das wirklich früher immer gemacht. Also zuallererst braucht ihr Cornflakes. Dann braucht ihr aber auch noch eine Schüssel. Und dann macht ihr die Cornflakes in die Schüssel rein. So ungefähr. Und natürlich braucht ihr dann noch Milch, um das zu essen. Und die macht ihr dann einfach da rein. Oh, das hasse ich so sehr. Wenn man sich eine Jacke anzieht und der Ärmel von eurem Pulli irgendwie beim Anziehen hochrutscht. Das ist so nervig irgendwie. Leute, kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel lernen wollt und ihr sagt, ja okay, um 16 Uhr fange ich an zu lernen. Dann ist es irgendwie schon 16.10 Uhr und ihr rundet die Stunde einfach auf und sagt, ja okay, um 17 Uhr. Und wenn es dann irgendwie 5 nach 17 Uhr ist, dann um 18 Uhr und so weiter. Also das mache ich auch sehr oft. Kennt ihr das, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass das Handy gerade vibriert habt? Ihr guckt aufs Handy, aber da ist keine Nachricht, kein gar nichts. Oder kennt ihr das, wenn jemand euch was erzählt und ihr das irgendwie die ganze Zeit nicht versteht und 5-mal hintereinander was sagen müsst? Ihr Gegenüber denkt schon, ihr wollt ihn verarschen, aber ihr versteht es wirklich nicht und das ist echt kacke. Naja, auf jeden Fall waren wir dann... Was? Ja, wir waren dann eben... sorry, was hast du gerade gesagt? Was? Willst du mich verarschen oder so? Ganz ehrlich, Leute, bin ich die Einzige, die den Bleistift ins Radiergummi steckt? Ja? Okay. Meinen nächsten Punkt müssten die Mädchen unter euch kennen. Und zwar, wenn man vergisst, dass man geschminkt ist
und dann das Auge reibt und dann alles verwischt ist. Das Schlimmste ist noch, wenn es in der Schule passiert. Kennt ihr das, wenn ihr im Auto sitzt und aus dem Fenster guckt und während das Auto fährt immer von Baum zu Baum springt und euch irgendwie vorstellt, dass das so ein Männchen ist oder keine Ahnung? Ich habe das als Kind wirklich so oft gemacht. Mache ich jetzt immer noch. Leute, kennt ihr das? Wenn ihr einfach so ganz normal chillt, auf einmal habt ihr so einen Kälteschock und zittert so für eine Sekunde oder so und dann ist es vorbei. Kennt ihr das? Bei mir ist das nach einer Arbeit immer so, dass ich, wenn ich ein gutes Gefühl habe, immer eine schlechte Note kriege und umgekehrt, also wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, eine gute Note. Puh, ich habe mega das gute Gefühl. Boah, wenn das keine 2 ist, weiß ich auch. Scheiße, ich habe so verkackt. Puh, bitte keine 5, bitte keine 5. Oder wenn man nach einer Arbeit ein gutes Gefühl hat, also denkt, dass man wirklich sehr viel richtig hat, dann aber mit den Mitschülern über die Aufgaben redet und dann stellt man fest, dass man doch sehr viel falsch hat. Ja, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Warst du 7 raus? Und bei Aufgabe 2? 3. Okay. Und mein letzter Punkt ist, habt ihr das auch schon mal gemacht, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel draußen wart, auf jemanden gewartet habt oder auf den Bus wartet und wenn zum Beispiel jemand vorbeigeht, ihr einfach so aufs Handy guckt, obwohl da nichts passiert, also ihr mit niemandem schreibt oder nichts daran macht, einfach nur um irgendwie beschäftigt zu sein? Ja, das war's auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich sehr gerne kostenlos. Hier kommt ihr noch zu meinem letzten Video und unten findet ihr noch meine Social Media Seiten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!